Ich sag's dir, Peter, du verschwendest deine Zeit, sie will mich nicht wiederhaben. Tja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hey, ich hab dir ein bisschen Müll von zu Hause mitgebracht. Wo soll ich ihn hintun? Egal wohin? Ja, egal wohin. Ich kann Telekinese! Ist das wahr, Billy? Fehl ich dir wirklich? Oh, seht doch nur, das ist schön. Cool, die haben schon Verwendung für meinen Müll gefunden. Ist das krass! Hier gibt's Frühstück zum Abendessen. Lois erlaubt mir das nie. Lois, hast du auch nur die geringste Ahnung, was hier vor mir steht? Nicht schon wieder diese Diskussion. Ich bin in Harvard, der schlauesten Universität des Landes, und die haben... Frühstück zum Abendessen ist Anarchie. Es macht Spaß, es ist raffiniert. Es ist lächerlich. Pancakes isst man nicht am Abend. Du bist lächerlich. Frühstück zum Abendessen ist ja ein heißes Thema für euch. Sie ist auch sauer, weil ich Stewie geschüttelt habe und jetzt läuft er schief. Mir ist das egal. Wollt ihr wissen, wieso? Weil ich mir einen Job suchen und ein richtiges Auto kaufen werde. Hey, Mac, ich zahl dir $1 am Tag, wenn du an meinen Schuhen schnüffelst. Ich hab gepinkelt und gekackt. Was hat dich denn auf die Idee gebracht, Lois? Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr, Lois. Ich liebe dich auch, Peter. Hast du deine Brieftasche wiedergefunden? Nein, und es fängt echt langsam an zu nerven. Ich habe keine Kohle. Ich konnte gestern nicht mal mehr meinen Haarschnitt bezahlen. Das macht dann $5. Tut mir leid, Brieftasche verloren. Aber ich habe Ihnen die Haare schon geschnitten. Dumm gelaufen, da können Sie jetzt wohl nichts mehr dran ändern. Dieser blöde Mistsack. Und dann wurde ich von einem Bullen angehalten. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Oh, ich habe meine Brieftasche verloren, also habe ich im Augenblick keinen Führerschein. Sie wissen, was das bedeutet. Ich verstehe nicht, warum ich bei Ihnen zu Hause den Abwasch machen muss, nur weil... Weiterspülen! Hey, wenn ich hier das Sagen hätte, dann würde ich dich sofort festnageln. Und du, Süße, kriegst einen Strafzettel, denn du bist schärfer, als die Polizei erlaubt. Hallöchen, ich möchte nicht zwischen euch kommen. Oder vielleicht doch. Ach, das war ein schlapper Witz. Du bist dran, Joe. Die Kategorie lautet berühmte Leute. Ratet, wer ich bin. Ironside. Larry Flynn. Stephen Hawking. Leonardo DiCaprio in Titanic, ganz sicher. Jemand muss ihn retten, er kann nicht schwimmen. Um Gottes Willen, helft ihm doch. Oh, schwul. Peter hatte recht, es war Leonardo DiCaprio. Offensichtlich bin ich jetzt der Einzige, der noch über radioaktive Kräfte verfügt. Das wird es mir erlauben, meine unermessliche Wut. Oh, hab zu lange gelabert. Ist das ein schönes Bauchi? Ich will das Bauchi. Küssi, ich geb dir einen Pustebussi. Huste, Bauchi, Schwein, Bauchi, Stewie. Ach, gib mir das Bauchi. Oh mein Gott! Tut mir leid. Hab es ein bisschen übertrieben. Ich hab dich einfach so lieb, weißt du? Na also, hier gefällt's mir. Endlich eine runtergekommene Bar in Boston mit einem riesigen Röhrenfernseher. Selbst der Barkeeper ist nicht in HD. Na Jungs, was darf sein? Habt ihr Bock auf ein paar Shots? Ja, knallen wir uns zu! Ja, schütten wir uns die Birne voll! Tut mir leid, wir haben schon einen aufgedrehten Typ im Rolli. Nein, warte mal, warte. Wie heißt du, mein Freund? Peter. Ja, wir haben schon einen Typ im Rolli. Gott segne euch und einen schönen Tag. Danke, Vater. Schicke Rede, Häuptling. Hier, kauf deiner Frau was Hübsches. Oh, Vater, Ihre Predigt heute war ja so bewegend. Vielen Dank, Lois. Und vielen Dank für Ihre Hilfe bei dem Second-Hand-Verkauf für die Bedürftigen letzte Woche. Oh, das war mir ein Vergnügen. Okay, Lois, ciao. Ciao, Kirche. Ciao, Kirchentyp. Ciao, endlose Konversation. Ciao, ihr schlimmen Kirchenmenschen. Ciao. Verzeihung, können Sie uns helfen? Wir müssen zurück nach Quahog. Wenn Sie wollen, kann ich Sie gern zur Bushaltestelle bringen. Wirklich? Oh, wir sind Ihnen sehr dankbar. Das ist das Netteste, was jemand für mich getan hat seit dem Vatertagsgeschenk von meinen Kindern. Oh, eine Krawatte. Perfekt.
Die ist von uns allen. An die Arbeit, Männer. Mein Gott, wir haben's geschafft. Peter, was sagst du los, wenn sie fragt, wo du heute Nacht warst? Nur keine Angst, ich habe alles geregelt. Das ist der Wahnsinn. Und Peter hat keine Ahnung. Ich weiß, wie ich aus diesem Kampf rauskomme. Ich muss einfach nur von der Schule fliegen. Ich habe ein Sextape gepostet, das ist jetzt überall. Dafür müssen sie mich von der Schule werfen. Oh, bitte, ernsthaft? Oh. Ganz ehrlich, freut mich für Sie. Peter, die Kinder gehen in den italienischen Zirkus. Wäre es nicht romantisch, wenn wir uns den Sonnenuntergang von der Peterskirche aus ansehen? Geh du nur, ich bleib hier und bin frustriert wegen dieser nicht funktionierenden Hotelfernbedienung. Komm schon, Menü! Ich hab auf Menü gedrückt. Die blöde Fernbedienung kann gar nichts. Hör sofort damit auf! Sie meinen, ich habe schon wieder keinen Job mehr? Es tut mir leid, Peter. Oh Mann, das ist ja noch beschissener als Ostersonntag bei Richard Gere zu Hause. Okay, suchen Sie das Osterei. Ich weiß genau, wo es ist. Es ist in Ihrem Arsch. Nein. Doch, ich kenne die Geschichte. Es ist in Ihrem Arsch. Mr. Griffin, wenn Sie mal für ein paar Sekunden auf den Boden gucken würden, würden Sie es sicher finden. Nein, in Ihrem Arsch. Ich habe dieses blöde Gerücht langsam satt. In Ihrem Arsch. Mr. Griffin! Arsch. Mr. Griffin! Arsch. Wissen Sie was? Verschwinden Sie von hier. Bitteschön, Perversling. Peter, warum stehen hier so viele Milchflaschen im Kühlschrank? Gut, dass du mich erinnerst. Hört mal, zum Teil ist die Milch im Kühlschrank nicht Milch, sondern Pferdesperma. Ich bin jetzt Pferdezüchter. Oh Mann, ist das voll hier. Wie kriegen wir raus, wer deine Kreditkarte hat? Ich hab's, Brian. Schnupper in meinem Arsch. Was? Schnupper in meinem Arsch. Da trage ich meine Brieftasche. Nimm den Geruch auf und such den Kerl, der nach mir riecht. Peter, das ist doch lächerlich. Na schon, nimm den Geruch auf. Schnupper dich einfach an. Hör auf, das ist ja widerlich. Du bist ein Idiot, weißt du das? Warte, warte mal. Deine Brieftasche ist da drüben. Es ist ein wunderschönes kleines Mädchen. Aber es hat einen Penis. Da müssen wir unbedingt was unternehmen. Peter, nicht! Es ist ein Junge! Nanu, was sagt man dazu? Hallöchen, kleiner Freund. Willkommen auf dem Planeten Erde. Kutschi, 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 kuh. Hey, er schlägt ganz nach seinem Onkel Peter. Peter, das ist Carols Baby. Gib es ihr. Oh, ja, natürlich. Schatz, du warst fantastisch und sahst so niedlich aus, als du es gehalten hast. Ich weiß, ich wollte sie auch gar nicht geben. Ja? Sollen wir es klauen? Entschuldigung, ich war am Telefon. Alles in Ordnung? Ja, kein Problem. Sieht nicht so aus, als wäre irgendwas... Peter Griffin, ausgebildeter Lebensretter. Keine Panik. Ah, was soll denn der Schwachsinn? Ich glaube, er ist nicht verletzt. Erstmal muss ich überprüfen, ob er sich vollgemacht hat. Oh Mann, ich muss die Hose ausziehen. Jemand muss die Polizei rufen. Ich muss das ist doch lächerlich. Niemand hat sich gewahrt, sich einzumischen, Sie Idiot. Lass ihn los, du Vollarsch. Sir, ich muss Sie bitten, zurückzutreten. Na, das sieht da unten ja ganz sauber aus. Also dann, Freunde, nichts zu danken und bleibt hilfsbereit. Juhu! Roadhouse! Hey! Oh, hey. Du bist der Kool-Aid-Typ. Ja. Was machst du denn? Ich warte. Worauf? Ich warte einfach, Mann. Entspann dich. Hey, gibt's hier einen Laden, wo man Batterien kaufen kann? Leute, lenkt mich nicht ab, okay? Ich muss mich bereithalten. Du hast also keine Organe oder Drüsen oder so? Nur die Flüssigkeit? Ja, nur die Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob die Frage komisch ist, aber darf ich mal probieren? Na schön, streck deinen Kopf zurück, dann schütte ich dir mein Zeug in den Mund. Jetzt will ich nicht mehr. Da bist du ja. Glückwunsch, ihr seid jetzt beide in der Army. Wir sind bei... was? Das ist doch lächerlich. Ich sag dir, was lächerlich ist. Der deutsche Kaiser, den sollten wir uns mal vornehmen. Rüber, wir kommen rüber und ziehen dem Kaiser eins über die Rüber drüber. Und Werbung! Verdammt, Zwischenmusik, Johnny! Okay, sie sind tot. Alles klar? Wir werden sie niemals wiedersehen. It all happened so fast.
We're having fun because it's not 9/11 yet. But the next thing I knew, I was kissing Daisy Fuentes. And it was on national television. Peter, how could you? My heart shattered the moment I saw it. Ich kann nicht glauben, dass du mich nach Italien gelockt hast. Die Reise wird unserer Familie gut tun. Und uns beiden könnte es auch etwas bringen. Es ist das romantischste Land auf der ganzen Welt. Und in unserer Ehe könnten wir wirklich ein bisschen Romantik brauchen. So ein Quatsch, wir haben doch erst neulich ein Rollenspiel gemacht. Hat dir der geheimnisvolle Eindringling gefallen, Lois? Ich sagte Ihnen, ich weiß nicht, wer Sie sind und ich heiße nicht Lois. Ich schon. Tun wir es nochmal. Hey, sieh mal da unten, da ist ein Giggity im 32. Stock. Die sehe ich mir mal genauer an. Oh ja! Quagmire, pass auf! Oh nein! Scheiße, gerade noch mal gut gegangen. Wenigstens wurde niemand verletzt. Oh, der hat nicht die offiziellen Maße. Ab jetzt übernehme ich den Truthahn und du fährst. Ist der an? Ja. Er macht aber kein Geräusch. Das ist ein Hybrid, glaub mir, er ist an. Ist er nicht, pass auf. Der Psychopath wird mich umbringen. Meg, du musst dich irgendwie um diesen Kampf drücken. Ja, Meg, das schaffst du. Du bist eine kluge Frau. Und Frauen schaffen heutzutage alles. Du hast wohl recht. Wir leben ja nicht mehr in den 50ern. Wie ich hier sehe, haben Sie als Klassenbeste in Princeton abgeschlossen. Das ist korrekt. Ich bin beglaubigte Buchhalterin und bin für die Gemeinde tätig gewesen. Das ist alles sehr beeindruckend. Wir melden uns bei Ihnen. Mal sehen. Spitze Brüste, mittelspitze Brüste, nicht so spitze Brüste. Ein Jammer.